just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben gerade André zur Arbeit gefahren. Es ist 9.23 Uhr, heute der Frühschicht. Und jetzt fahren wir noch schnell in den DM, weil gestern habe ich Liana gebadet und sie hat gesagt, ich habe keine Badekugel und das müssen wir natürlich ändern. Wir gehen eine Badekugel kaufen, wir brauchen noch Apfelsaft und Milch. Wir müssen der Oma was mitbringen. Papa, was? Irgendwelche Spültabs, glaube ich. Ich muss nur mal nachschauen, was sie geschrieben hat. Und deswegen fahren wir jetzt schnell in den DM. Nach dem DM fahren wir nach Hause und gehen in unser schönes neues Spielzimmer und spielen Kaufladen. Oder? Na, Baby spielen Teppich. Ah, auf dem neuen Teppich Baby spielen. Stimmt, das wollten wir erst machen. Wie immer muss ich Liane erstmal ein bisschen schicki machen, ne? So, wie immer sind wir erstmal am Spielwürfel und ich gucke gerade, ob es neue Coupons auf Glückskind gibt. Und es gibt. Und so, bis jetzt nur Unspektakuläres im Einkaufswagen. Einmal WC-Reiniger, einmal um die Spülmaschine zu reinigen und einmal um den Spülkasten vom WC zu reinigen. Schau mal, Schatz, da ist die mit dem Fisch. Und das sind die mit dem Schwamm. Die gibt es in rosa und in blau. Sollen wir da auch eine mitnehmen? Rosa oder blau? Rosa. Rosa. Und ich glaube, in denen ist nichts drin, oder? Oh doch, Spielfigur. Oh, das ist sogar neu. Sollen wir dann lieber die mitnehmen? Mhm. Okay, nehmen wir die noch mit. Schau, die da mit der 5 drauf. Die da, diesen großen Pack kannst du mitnehmen. Da ist nämlich heute 20% drauf. Und die Mami nimmt nochmal Pelzis mit, weil alle gesagt haben, eine Packung reicht never ever. Du brauchst mindestens 3, 4. Ich nehme jetzt mal 2 mit. Also eine habe ich schon zu Hause und eine nehme ich noch mit. 2x Apfelsaft. Willst du auch Traubensaft mitnehmen? Dann nimm mal noch einmal Traubensaft. Super. 1x Milch. Und dann nehmen wir mal noch laktosefreie Milch mit. Die da. Mhm. Dinkelgrieß, dass nie der Grießbrei ausgeht. Hier brauchen wir noch ganz dringend Datteln, weil die Mama sich ja da ja jetzt dran hält, jeden Tag 6 Datteln zu essen. Ich habe nur Gutes drüber gelesen. Schau mal, die nehmen wir. Ja, das sind auch welche. Nimm die auch mal mit. Na, Liana, nehmen wir die auch mit. Vielleicht sind die besser. Probieren wir mal. So, jetzt sind wir zu Hause, aber ich glaube, ihr habt schon ziemlich alles während dem Einkauf gesehen. Jetzt fahren wir gerade noch auf dem Rückweg schnell einen Kürbis und Sahne holen, weil Liana hat Lust auf eine Kürbissuppe. Das machen wir nachher gleich. Ja, aber ansonsten habt ihr, glaube ich, alles gesehen. So, wir spielen jetzt in unserem wunderschönen neuen Spielzimmer auf dem schönen neuen Kuschelteppich Essen Igel Schokoriegel. Und Liana hat den Frosch, ne? Schau mal, Schatz, leg's mal hier hin, da ist der Teppich gerade. Jetzt kannst du dir den Frosch reinlegen. Und dann gucken, was der Frosch isst. Und ich habe das Wildschwein. Was ist denn noch der Frosch? Eine Schnake. Der Frosch isst nur komische Sachen, oder? Wo passt die Schnake rein? Ich habe keine Angst. Hast du keine Angst? Ist ja nur ein Puzzleschatz, oder? Spinne. Und was ist da? Eine Biene. Ich habe keine Angst. Hast du keine Angst? Wie die Biene Maya, oder? Nein, das ist keine Biene Maya. Nein, ist keine, aber ich meine, die Biene Maya ist auch eine Biene. Okay, dann ist die Mama dran. Ich habe das Wildschwein. Und das Wildschwein isst gerne, was ist das? Mais, genau. Das ist lecker. Das ist lecker. Wer isst noch gerne Mais? Mama. Und wer noch? Oma und Opa. Und wer noch? Papa. Und wer noch? Mia. Mia. Weißt du noch, der hat immer Maiskolben geklaut im Herbst. Auf dem Feld. Herbst. Der Herbst ist da. Er bringt uns Wind. Hi, Hussasa. Bringt uns Regenwetter.
Wetter, weht uns weg die Blätter. Heia, Hussasa, der Herbst ist da. Kennst du noch? Super. Was isst das Wildschwein noch gerne? Pilze. Das ist lecker. Lecker Pilze. Mia mag das. Wer? Mia. Mia mag auch Pilze? Ja, ich glaube, Mia isst einfach alles, oder? Ich glaube, die gehören da runter, Schatz. Probier sie mal runter zu machen und dann zu drehen. Genau. Ich glaube, das Puzzle müssen wir lieber auf dem Tisch spielen. Ne? Das geht schwer auf dem Teppich. So, was ist das Wildschwein noch? Eicheln. So, meine Lieben, jetzt habe ich eine Weile nicht gevloggt. Meine Eltern waren da, wir haben eine Kürbissuppe zusammen gegessen. Meine Mami hat ein bisschen mit Liana gespielt, dass ich den Vlog für heute Abend schneiden kann. Und jetzt sind wir startklar. Liana und ich fahren jetzt zu Papi, ne? In den Europapark ein bisschen. Aber ein Ringlutscher. Ja, die Liana kriegt jetzt einen Ringlutscher, habe ich ihr versprochen. Kennt ihr das? Das ist ein Ring und das ist ein Lutscher. Oh, und ich habe die Datteln vergessen. Ich muss nochmal schnell rein meine 6 Datteln holen. Die darf ich nicht vergessen, jeden Tag zu essen. Und dann geht's los, dann fahren wir in den Europapark, gehen ins Bällebad und Trampolin. Datteln muss die Mami essen, ne? Warum? Für den Babybruder. Warum? Dass der besser rauskommt bald. Ne? Und ich habe mich ein bisschen im Lippenstift vergriffen, beziehungsweise vergriffen mit der Umrandung, die ist viel dunkler wie der Lippenstift. Egal, wir fahren jetzt in den Park, ihr Lieben. Jetzt habe ich unterwegs meine 6 Datteln gegessen. Jetzt sind wir am Europapark, aber es muss die Hölle los sein, weil der komplette Hauptparkplatz abgesperrt ist und die einen vorne bei den Hotels schon rauswinken, dass man bei den Hotels parkt und mit Bus zum Europapark gefahren wird. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich habe jetzt auf dem Ortsparkplatz geparkt, aber da darf man halt nur 3 Stunden parken. Also ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war. Ich glaube, es ist die Hölle los. Aber wir schauen jetzt mal. Bist du bei der Euromaus? Super! Meine Lieben, jetzt habe ich im Europapark gar nichts gefilmt oder fast nichts. Wir waren nämlich in der Zirkusrevue, in dieser Zirkusshow und da durfte man nicht filmen und es ging fast eine Stunde. War viel zu lang für Liana. Sie war am Schluss so ein bisschen unruhig und ich habe immer überlegt, gehe ich jetzt raus oder gehe ich nicht raus, aber sie hat dann doch noch durchgehalten. Ja, war ein bisschen früh. Am Anfang gab es so eine Nummer mit Hunden, fand sie super, aber dann, ja, war es mehr was für Erwachsene. Aber wir haben es durchgezogen und es war okay. Dann waren wir noch Parade anschauen, die habe ich ja neulich für euch abgefilmt. Ja, dann habe ich gedacht, ach, ihr kennt den Europapark mittlerweile so gut. Die meisten sogar persönlich, die anderen durch viele, viele Vlogs. Da spare ich mir jetzt mal das Filmen. Jetzt sind wir zu Hause und Liana ist sofort umgefallen, sofort ins Bett. Ich wollte sie eigentlich noch baden oder ein schönes Abendessen machen, aber sie hat vorher Pommes gegessen. Also ich glaube, sie hatte jetzt gar nicht so wirklich Hunger. Deswegen, ja, schlummert die kleine Maus jetzt schon. André kommt erst in 1,5 Stunden. Mein Papa muss ihn wieder abholen. Oh, das nervt so mit dem Auto. Hätten wir gewusst, dass das Auto so lange braucht, dann hätten wir nie so früh den Audi verkauft. Jetzt sind wir immer darauf angewiesen, das Auto von meinen Eltern zu haben. Und wenn Liana im Bett ist, muss dann mein Papa André abholen. Also total blöd. Meine Eltern sind super hilfsbereit und bieten das auch von sich aus an. Aber mir ist es halt einfach unangenehm, dass das so oft vorkommt. Und Liana, das ist halt so, ne, dass wenn sie wach wird, dass sie dann Mama braucht oder Mama sucht. Und deswegen ist es mir dann auch unangenehm, wenn ich dann, ja, sage, meine Eltern sollen herkommen und ich hole André. Das nervt. Hoffentlich kommt dieses Auto bald. Naja, ihr Lieben, es gibt Schlimmeres im Leben. Ich werde mir jetzt das Kartoffelgratin von gestern aufwärmen. Und heute Mittag habe ich Kürbissuppe gemacht und habe noch einen halben Kürbis. Deswegen gibt es wieder meinen geliebten Ofenkürbis. Ich mache jetzt Ofenkürbis in den Ofen und das Kartoffelgratin aufwärmen. Und dann mache ich mir ein leckeres Abendessen. Und wenn dann noch nicht zu spät ist, dann gehe ich, glaube ich, noch in die Badewanne. 3 Wochen und 5 Tage, ihr Lieben, bis zum errechneten Entbindungstermin. Ich merke es jetzt echt. Ich merke jetzt echt, dass die letzten Wochen angebrochen sind. Es wird immer anstrengender, ich werde immer müder. Deswegen wollte ich heute noch so ein bisschen Entspannung haben. Mal schauen, ob das klappt. Aber jetzt gibt es erst Ofenkürbis und Kartoffelgratin. Und Mia muss mal noch eine Runde Pipi machen gehen. I promise I really tried to keep you away from my mind. And I tell you this ain't no lie, but I done my
my best to find someone new to give all my time. Das ist jetzt mein Abendessen, ihr Lieben. Da könnte ich mich echt reinlegen. Ich sag's immer wieder, aber ich bin halt totaler Kürbis-Fan. Und dieser Ofenkürbis ist so cremig, lecker und zart. Und ja, Kartoffelgratin liebe ich sowieso. Da hau ich jetzt mal rein. André muss ja noch ein paar Wochen an seiner Gans essen. Die wird irgendwie nicht weniger. Aber ich habe ihm auch ein bisschen Kartoffelgratin und Ofenkürbis übrig gelassen. Wobei, Ofenkürbis mag er gar nicht so arg. Mal schauen, was er gleich noch isst. Ich werde versuchen, nach dem Essen, ich habe nämlich jetzt gerade während dieser 20 Minuten Backzeit oder Kochzeit das Video vorgeschnitten. Ich habe gemerkt, ich habe heute gar nicht so viel gefilmt. Ich hoffe, das ist für euch okay, dass manchmal 10 Minuten Vlogs kommen, manchmal 15, manchmal 20, manchmal sogar länger wie 20. Aber das ist halt so im Alltag, ne? An manchen Tagen flutscht's und da vloggt man ohne Ende und hat voll viel Material. Und an anderen Tagen ist es dann halt nicht so viel, weil entweder nichts Spannendes passiert ist oder man nicht immer die Kamera in die Hand nimmt. Ja, so ist es. Ich möchte nämlich heute unbedingt in die Badewanne oder wenigstens so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf die Couch. Wenn ich das jetzt als abends mache, ein bisschen auf die Couch legen, dann fängt der Kleine immer an zu strampeln. Jedes Mal versuche ich es für euch einzufangen. Aber ich glaube, dass ich, wenn ich die Kamera anmache oder halte, dass ich wohl dann anders atme oder so anders aufpasse und dann hört er immer auf. Also es ist schwierig. Ich habe einmal so einen kurzen Moment festgehalten, habe es auf Instagram gezeigt. Es ist einfach so schön, diese Tritte zu spüren, aber irgendwie kriege ich es nicht so richtig auf Kamera. Aber ihr Lieben, bald ist es sowieso rum und dann kommt er raus und dann zeige ich euch, wie er hier draußen strampelt. Es ist unfassbar, dass diese Schwangerschaft schon fast zu Ende ist. Ich sage es immer wieder, bei der ersten Schwangerschaft war das so intensiv und man hat so lange gewartet und man hat sich so ewig vorbereitet. Und dadurch, dass diese Schwangerschaft so nebenher gelaufen ist, ja, denke ich immer wieder, kann das wirklich sein, dass der schon in 3 Wochen auf die Welt kommt? Aber ja, so ist es. Ich habe dann auch überlegt, ob ich so einen Baby-Countdown mache, aber da ich ja sowieso jeden Tag vlogge, weiß ich nicht, ob ich es machen soll, dass ich mich so versteife auf diesen Countdown, weil ich finde es manchmal ganz schwierig. Man sagt ja in den letzten Wochen, weil es halt anstrengend wird, oh, hoffentlich kommt der bald und hoffentlich kommt der früher, aber ich glaube, dass man sich dann auch so einen Druck aufbaut, dass dieses Kind jetzt früher kommt und dann, dass man sich dann selber so ein bisschen verrückt macht. Der soll so lange da drin bleiben, wie er möchte. Und wenn es zum ET ist oder nach dem ET, dann ist es ja auch okay, ne? Also man hat jetzt fast 10 Monate Schwangerschaft hinter sich und dann ist es auch egal, ob es dann in 2, 3, 4 oder 5 Wochen passiert. Und manchmal glaube ich mit diesem Countdown, dass man halt so jeden Tag dann sagt, es könnte passieren, dass man sich dann so ein bisschen verrückt macht. Und ich möchte ja auf keinen Fall einen Blasensprung, beziehungsweise Blasensprung wäre schon okay, aber ich will, dass es dann gleich losgeht. Bei Liana war es ja ein Blasensprung und dann 24 Stunden nichts passiert. Und ich will auf keinen Fall eine Einleitung. Aber ihr habt ja vielleicht meinen Geburtsplan schon gehört, was ich mir wünsche und daran glaube ich. Und das sage ich mir auch immer wieder, dass es genau so wird. Und möchte mich deswegen gar nicht verrückt machen. Und ich glaube, deswegen tue ich einfach jeden Tag vloggen. Und wenn es dann passiert, wenn plötzlich kein Vlog kommt, dann bin ich wahrscheinlich gerade im Kreißsaal. Oder hab's Kind schon und konnte nicht schneiden. Also ich vlogge jetzt wirklich schon seit ein paar Wochen jeden Tag. Aber wenn dann kein Vlog kommt, dann ist es wahrscheinlich wirklich so, dass ich im Kreißsaal bin. Und dass es deswegen nicht geht. Da muss ich dann halt gucken, wie ich vloggen kann, ne? Also wenn die Geburt und dann die Tage danach. Vielleicht habe ich da dann mal 1, 2 vlogfreie Tage, aber es ist dann auch ein Zeichen für euch, dass sich wohl gerade was tut. Weil sonst, glaube ich, schaffe ich es gerade ganz gut, jeden Tag einen Vlog zu machen. Ihr Lieben, jetzt höre ich auf zu labern, esse mein leckeres Abendessen und gehe danach hoffentlich in die Badewanne. Ich werde euch morgen berichten, ob es geklappt hat. Bis morgen. I just want you, I just need you, I don't know what it is.